Willkommen zurück. Ich habe mich kurz belesen und werde mal auf oder anfangen jetzt hier. Wir müssen hier lang. Hier steht auch zur Kaltwasser, sieht aber eher aus wie. Ja, wir wollen da lang. Wir gehen da lang. Und gehen mal hier hin und benutzen unsere Münze am Faden mit dem Blausatzautomaten. Okay, das sollte ich eigentlich nicht machen. Hätte der Herr Kirchenmaus mir nur nicht den Faden an meine Münze gebunden. Die Versuchung ist einfach zu groß. Es hat geklappt. Wie bei dem Kaugummiautomaten gegenüber meiner Schule. Da soll das auch gehen. Habe ich gehört. Ja, dann nehmen wir uns das. Letzte Blausackfässchen und ein kleiner Werbeaufkleber. Schön. Warte mal. Können wir denn mit dem Werbeaufkleber nicht hin? Nein, den behalte ich. Gut, dann nicht. Gehen wir wieder zurück zur Stadt. Und gute Nacht. Was hast du denn da gerade ins Wasser gekippt? Nichts. Was kleine Mäuse müde macht, kann doch für einen gigantischen Wels nicht schädlich sein. Das hoffe ich zumindest. Weg ist er. Hervorragend! Erster Mark, Jerry. Bitte öffnen Sie die Schleuse mittels der Schleusenöffnungsvorrichtung, die hinter diesem Turm installiert ist. Tja. Hinter dem Turm? Sieht tatsächlich so aus, als könnte man hier Schleusen öffnen. Entweder das oder ein paar Raketen abfeuern. Probieren wir es doch einfach mal. Ich lasse Ihnen den Vortritt auf der Jungfernfahrt unserer RV Blattgold. Leinen los! Steuerbord! Backbord! Lasst ihn über die Planken gehen! Ich übernehme als Kapitän mal die Führung und du bist dann erst danach. Hätte ich einen Papagei auf der Schulter, der nach jedem Satz bestätigt, dass ich recht habe, wäre ich jetzt bestimmt der Kapitän. Ach, schön. Können wir denn auch wieder auftauchen? Ah ja, okay, können wir machen, okay. Dann gucken wir doch mal mit unserem U-Boot. Halt! Wer flößt dort den Wachen? Oh nein, nicht schon wieder der. Wasserstraßenbaut, 400 Lauftaler. Du meinst wohl Maut? Wie drollig. Klug und drollig und begabt. Meine Mausesitterin Anja sagt es auch immer. Sackgasse, außer ihr zahlt 400 Lauftaler fürs Flößen. Unter meiner Brücke flößt man nur gegen Gemüse durch. Wegelagerei? Nein, nein, diese Kinder. Wir haben früher auch solche Sachen aufgeheckt. Da muss man als Erwachsener auch mal ein Auge zudrücken können. Aber vielleicht sollten Sie ausnahmsweise mal die Geduld verlieren. Und dem kleinen Rechtsachs mal zeigen, wo der Hammer hängt. Das? Aber der kleine Hundert ist doch eine Maus. Das macht ihr Racker am besten unter euch auf. Ich schau euch einfach zu. Wegelagerei, die Drolli. Ich werde mir was überlegen müssen. Schon wieder. Tja, der olle Humbert. Wasserstraßenbaut, 400 Lauftaler unter meiner Brücke. Ich werde mir was über... Okay, gut. Wir gehen erstmal zurück zu Anja.
Willkommen zurück. Ja, willkommen. Wo ist mein Blaubeersaft? Hier. Ich behalte besser den Blaubeersaft. Davon gibt es sehr wenig. Wegen des Blausafts. Tut mir leid, Zuckerpflaume. Die haben seit Tagen schon keinen. Sie wohnen am anderen. Bis später. Nein, bleib hier. Bleib hier. Bitte bleib hier. Eine wunderbare Idee. Ist es? Ja, genau das Richtige für den kleinen Humbert. Dann kann er zusammen mit Plato Violine spielen. Ich werde ihm ganz bald davon erzählen. Ich hoffe doch bitte gleich. Bis später. Pass auf dich auf. So, dann können wir ja mal wieder gucken, ob wir den jetzt... Ah. Wie war's, das dumme Wiesel mit dem Hut hat mit dir gesprochen? Hä, egal, was es gesagt hat, das stimmt alles gar nicht. Es ist ein Lügner. Lügner, sag ich. Wirklich? Seine Broschüre sieht aber doch sehr vielversprechend aus. Hier steht sogar, dass es nur wenige Schritte bis zu Ruhm und Achtung durch ein Massenpublikum sind. Wie was? Ruhm? Was steht denn nun genau auf dem Ding? Hier steht, dass der berühmte Maxim Mausakow zurzeit im Mauswald ist, um einem einzigen ausgewählten begabten Schüler das am schwersten zu lernende Instrument der Welt beizubringen. Nur einem einzigen? Hier steht, dass der Schüler besonderes Talent haben muss. Na ja, talentiert bin ich ja. Und klug noch obendrein. Sicher, klug und talentiert bin ich. Siehst du, Jerry hatte also doch recht. Humbert, du kleiner Rabauke, du bist genau der Richtige. Na klar doch. Ich werde ein Rockstar. Du kannst durch, komisches Wiesel. Ich habe keine Zeit mehr für dich. Wenn du mich das nächste Mal siehst, dann wahrscheinlich auf einem Plattencover oder auf der Bühne. Die Tickets werden aber sicher teuer sein. Nicht wahr, Anja? Na ganz bestimmt, du kleiner Fratz. Gut gemacht, Jerry. In dir steckt ein wahrer Baumläufer. Jetzt können wir uns weiter den Bach runtertreiben lassen. Sieht wohl so aus. Hinein ins Boot. Geht's weiter bachabwärts, gucken, wo uns das hinführt. Mein junger Freund, das war ein ganz hervorragender Beginn meines nächsten großen Abenteuers. Und es begann hier, am bescheidenen Kaltwasserbach. Jetzt geht es auf zum großen Fluss. Und dann bis auf die hohe See. Aber soll es da nicht viele Krähen geben? Genau. Ich muss auf der Hut sein. Zur Not puste ich der Krähe einfach etwas von meinem exotischen Pfeffer aus dem fernen Indien in den Schnabel. Pfeffer? Ja. Nimm doch eine Prise davon zum Dank. Indischer Pfeffer ist für vieles gut, sogar zum Würzen von Speisen. Ach was. Ach. Okay. Spitzwegspfeffer riecht ganz schön gut. Entschuldigung. Kriegen wir den vielleicht hier hin? Wird ihm vielleicht ein bisschen warm. Das braucht keine besondere Würze. Aber ich glaube, ich weiß. Wir machen so ein... Vielen Dank, mein junger Freund. Das war ein ganzer gutes Begann. Hier, jetzt geht es auf. Okay, gut. Können wir in das Blattboot steigen? Es geht wirklich noch bachabwärts. Oh, das Boot treibt ab. Dann auf bald. Vergiss mich nicht. Und pass auf den Wasserfall auf. Was? Wasserfall? Oh, nein.
Ey, da war wieder der Williams-Schrei. Oh, das war knapp. Mann, oh Mann. Hey, das ist bestimmt das Grundstück der Waldzwerge. Hoffen wir, dass es die Mühe wert war. Hab ich doch gesehen. Wieder einer. Wir nehmen die alle mit. Noch einer. Okay. Wow. Der Wind pustet die Pusteblumenschirmchen bis hier hoch. Aber sie sind zu weit weg, um sie mit der Hand zu fangen. Ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Okay, vielleicht später. Wir gucken mal rein ins... Verrammelt und verriegelt. Ich glaube, da drin hat gerade jemand gehustet. Und Papp gesagt. Es klang wie ein Hilferuf. Ich muss da irgendwie reinkommen. Verschlossen. Wer ist da? Ich glaube, ich habe gerade jemanden gehört. Es klang wie ein Hilferuf. Wegen Hilferuf? Ich hab gesagt, verschwinde! Schon wieder? Da braucht bestimmt jemand meine Hilfe. Ich muss da irgendwie reinkommen. Okay, gucken wir doch mal. Wie hat sie's auf der Rübe bequem gemacht? Sie hat bestimmt Lust, mich ein Stück des Weges zu begleiten. Mit der Schnecke? Die hatte sich ganz schön festgesaugt. Mit der Schnecke kriegen wir doch bestimmt den Brief zu. Die Schnecke hat den Brief gut verklebt. So, und dann würde ich sagen, packen wir die Briefmarke auf den Brief. Marke hat den Umschlag verdoppelt und verdreifacht. Die passen kaum noch in meinen Rucksack. Krasser Scheiß. Das ist die größte Rübe, die ich je gesehen habe. Sie riecht ganz süß. Aber die kann ich nicht mit mir rumschleppen. So viel ist klar. Tja, wir kommen da aber auch nicht irgendwie rein. Das muss nicht. So viele Bäume. Ich frage mich, wie viele Tiere es dort draußen gibt. Und wie viele von ihnen wohl gerne Blausaft trinken. Der Bach wird ja richtig gefährlich hier. Wenn ich das gewusst hätte. Oh Mann, das geht ganz schön tief runter da. Okay, wir kriegen hier nichts weiter erstmal. Betreten der Zwergwurzelfelder strengstens verboten. Ja, das gilt auch für dich. Bei Zuwiderhandlung verweigern wir Blausaftlieferung für mindestens 3 Wochen. Gibt's hier denn noch was? Da ist auch noch ein Schild. Eltern haften für ihre Kinder. Kinder haften für ihre Eltern. Überall zwischen den Bäumen sind Wurzelfelder angelegt. Die reichen bis tief in den Wald hinein. Das ist bestimmt ein Haufen Arbeit, die Wurzeln alle zu pflanzen und zu ernten. Wenn man größer ist als eine Maus oder als ich, aber es ist versteckt zwischen... Ich dachte, ich komme da rein. Aber hier ist doch... Fest verschlossen. Tja, sitze ich etwa in der Sackgasse oder was?
überall die das Onkelhaften für Großeltern. Tja, warte mal, stopp mal. Können wir denn? Ich bin besser vorsichtig. Nee, da kommen wir nicht hin. Wir müssen also irgendwie hier versuchen reinzukommen. Der sieht aus wie ein Arm, der in die Luft greift. Daraus könnte man sich eine prima Steinschleuder basteln. Oder eine Wünschelrute. Leider bin ich nur so groß wie eine Maus. Stimmt, das könnte gehen. Aber jetzt bringt das noch nichts. Damit kriege ich die Tür nicht auf. Vielleicht. Gute Idee. Ich werde versuchen, ein Loch in die Scheibe zu schneiden. Das hat doch mal geklappt. Und jetzt? Jetzt muss ich vorsichtig sein. Wie bekomme ich das Glas da hin? Ah. Wir haben ja eine super glitschige, klebige. Profiarbeit. Tschüss, schillernde Schnecke. Ich glaube, ich lasse sie jetzt besser ihrer Wege ziehen. Da! Wieder ein Hilferuf! Ich muss rausfinden, was da vor sich geht. Hallo? Hallo, meine Zipfelmütze. Oh, du jugendlicher Einbrecher. Was? Ich dachte, sie haben um Hilfe gerufen. Pah, Hilfe! Ein Waldzwerg bittet mich um Hilfe. Sie? Da, schon wieder. Siehst du die Klappe? Gleich komme ich rüber und sperre dich in einen von unserem Stollen. Und da kannst du dann. Da kannst du. Kannst du. Stollen gucken? Schon wieder. Sie haben schon wieder. Hilfe gerufen. Genießt habe ich. Hab mir einen Zwergenschnupfen eingefangen. Muss ich mir wohl irgendwo im Wanderstollen eingefangen haben, als ich meine Eltern besucht habe. Okay. Ach ja, mein Zwergenschnupfen. Meine Mitbewohner haben schon das Weite gesucht. Hätte ich an ihrer Stelle auch getan. Ist eine ganz üble Sache, so ein Zwergenschnupfen. Kann ich Ihnen nicht doch irgendwie helfen? Nee, mir kann keiner helfen. Naja, außer einer vielleicht. Die könnte, wenn sie wollte, aber... Mein Waldzwerg bittet nicht um Hilfe. Ah ja. Nichts. Maschine läuft wieder. Läuft sie? Ach, hier ist die Blausaftmaschine. Auf der Tür steht Lagerkammer Zwergfurz und Hände weg. Und sie ist fest verschlossen. Ist eine ganz üble Sache, so ein Zwergschlüpfen. Die Waldzwerge putzen wohl gerne. Oder sie hatten Besuch von ihrer Oma. Dann macht Mama bei uns auch immer sauber. Also, wenn unsere Oma kommt, nicht die von den Waldzwergen. Die kennen wir ja gar nicht. Das nehme ich mit. Das sind ganz schön viele, was die Zwerge da wohl alles versteckt haben. Mir darf keiner helfen. Können wir denn hier... Das bringt nichts. Holzer, das Bett ist auch leer. Tja, ich würde sagen... Auf dem kleinen Schild steht,
Blausaftmaschine. Ein Patent der Waldzwerge. Nachbauen verboten. Können wir mit dem reden noch? Kann ich Ihnen nicht doch irgendwie helfen? Nee. Mir kann keiner helfen. Naja, außer einer vielleicht. Wer denn? Die Anja. Seit der alte Uli weg ist, ist sie. Ist sie die eine? Nein. Einzige? Genau. Ist sie die Einzige, die sich mit Krankheiten auskennt? Na, dann fragen wir sie doch. Pah. Mein Waldzweig bittet nicht um Hilfe. Tja, gut. Fest versch... So, endlich. Den Schlüssel brauche ich nicht mehr. Ich lasse ihn einfach stecken. Gute Idee. Dann gehen wir nochmal zurück zu Anja. Wobei, hatte ich noch was von dem Postboten? Ja, hier. Wobei, der kann ja sein Fahrrad auch gar nicht benutzen. Kannst du das für mich ausliefern? Das würde ich gerne tun. Aber jetzt ist mein Rad hier stecken geblieben und ich bekomme es nicht frei. Das heißt, ich kann die Post nicht verteilen. So spät war ich mit meiner Runde noch nie dran. Na gut, wir müssen das Fahrrad noch befreien. Aber wir gehen erstmal zurück. Besorgen uns einen heißen Kaffee. Einmal heißer Kaffee. Schade, dass ich keinen Kaffee mag. Ja, aber ich kenne da jemanden, der braucht vielleicht einen. Oh Gott. Nein, ach Mann. Ich glaube, kalten Kaffee will er nicht. Ich gebe ihm was von meinem Kaffee an. Ich bin wach. Ich bin dir so dankbar. Nimm das. Ah. Ja, danke. Ohne dich wäre ich noch zu spät zur Arbeit gekommen. Ich... Gut. Dann gehen wir nochmal zu Anja. Ja, willkommen. Der Zwerg ist krank. Der Zwerg ist krank. Oh, du klebriges Karamellbonbon. Der alte Uli hat mir viel über Zwergenkrankheiten beigebracht. Auf zu den Waldzwergen. Oh, du verkohlter Napfkuchen. Das ist ein ganz schlimmer Fall von Zwergenschnupfen. Sag ich ja. Ganz schlimm. Aber keine Sorge. Der alte Uli hat mir auch dagegen ein Rezept beigebracht. Jerry, hilfst du mir ein paar Zutaten für die Medizin für diesen armen Zwerg zu finden? Klar. Na klar. Nimm dieses Rezept. Gesundheit. Gesundheit. Ich warte im Café und werde alles vorbereiten. Auf dem Rezept findest du eine Liste der Dinge, die wir brauchen, um den armen Kerl wieder raus auf die Wurzelfelder zu kriegen. Dann gibt es auch endlich wieder Blausaft. Steinberg, wir werden dich im Nu wieder auf die Beine kriegen. Jetzt aber nichts wie zurückgerollt. Ich habe einen leckeren Butterblumenkuchen im Ofen.
So, dann gucken wir uns das Rezept doch mal genauer an. Um den Zwerg zu heilen, braucht Anja eine gelbe Sumpfdotterblumenknospe, eine Fischschuppe und etwas Pfeffer. Ja, das haben wir doch alles schon. So, hier. Bling, bling. Extravagant. Du hast alle Zutaten gefunden. Hoffen wir, dass das Rezept vom alten Uli etwas taugt. Probieren wir es aus. Etwas Pfeffer ist übrig geblieben. Hier. Ulis Medizin gegen Zwergenschnupfen muss in etwas Flüssigem verrührt und dann dem Patienten zugeführt werden. Und dann gibt es bestimmt bald wieder Blausaft. Okay. Wo ist die Medizin? Da ist die Medizin. Dann holen wir uns nochmal einen Kaffee. Einmal heißer Kaffee. Schade, dass ich keinen Kaffee mag. Ja, ja, nicht so schlimm. Wir wollen nochmal zur Stadtwache. Vielleicht kriegen wir jetzt auch das bisschen Pfeffer. Das braucht keine besondere Würze. Okay, gut. Dann müssen wir nochmal zum Zwerg. Wie ging's denn nochmal hin hier lang? Mein Kaffee ist abgekühlt. Ist ja nicht so schlimm. Hoffe ich. So, ich habe die Medizin reingerührt. Ob die so schmeckt? Gucken wir doch mal. Kaffee. Waldzwerge trinken keinen Kaffee. Wenn du Ahnung hättest, dann wüsstest du das. Das macht mich echt sauer. Waldzwerge sind keine einfachen Patienten. Okay, verstehe. Dann gibt keine Medizin. Ja, ja. Dann machen wir halt Folgendes. Weg damit. Jetzt ist mein Becher leer. Genau, und jetzt füllen wir von unserem Blaubeersaft hier was rein. Das riecht aber gut. Und dann machen wir da ein bisschen Medizin rein. So, ich habe die Medizin reingerührt. Ob die so schmeckt? Na. Blausaft. Das riecht lecker. Aber das ist doch nicht nur Blausaft. Da rieche ich doch noch was anderes. Na, da ist auch Zwergenschnupfenmedizin dabei. Oh. Und jetzt? Nehmen Sie doch einfach den Becher. Pah, mit Zwergenschnupfen kann man sich gar nicht bewegen. Wenn du Ahnung hättest, dann wüsstest du das. Waldzwerge sind keine einfachen Patienten. Meine Arme sind schwer. Meine Beine sind schwer. Sogar meine Lippen sind schwer. Tja, was machen wir denn da? So, ja, so bekomme ich meinen Hustensaft auch immer. Wo ist er? Da ist er. Einmal Blausaftmedizin gegen Ihren schlimmen Zwergenschnupfen. Sagen Sie A. Ah. Unser Blausaft, das Original. Lecker. Sie kriegen schon wieder Farbe im Gesicht. Morgen steht die Ernte an. Sie sollten im Bett bleiben. Im Bett bleiben. Endlich schlafen. Ohne Zwergenhalsweh. Ohne Zwergenschnupfen. Und ohne Zwergenhusten. Genau. Anja, du musst zu Anja gehen. Das ist echt weit, wissen Sie?
dem Stollen 47. Stollen 47? Dieser hier? Was? Warum haben Sie das denn nicht schon vorher gesagt? Das Welkengeheimnis. Du musst zu Anja gehen. Sag ihr Danke. Am Morgen gibt es wieder. Am Morgen gibt es wieder Blausaft. Tja. Ich hab's geschafft. Die Zwerge machen bald wieder Blausaft und Anja kann das Wipfelfest vorbereiten. Jetzt muss ich nur noch die Einladungen für das Fest abschicken. Gut. Dann an dieser Stelle eine kleine Aufnahmepause und wir sehen uns einfach wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.